Da sind wir zurück mit einem Grill, der mit Lava betrieben wird. Das ist alles? Ein Grill? Das ist Unterhaltung? Nun, ich sorgte für Unterhaltung an der Bar. Aufführungen im Salon? Ja, ich spielte Klavier. Und wir hatten viel Spaß. Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab. Und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Ja, aber wir wollen doch jetzt ein wenig über die Familie reden. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun... Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Oh nein, nicht das schon wieder. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ah! Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Ach ja. Ja, Totenkopfinsel. Da wissen wir jetzt also, wo wir hin müssen. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich in ihrer mit ihr bei... Ja, genau. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Met-Met-Kartoffel. Eintopf mit Schinken. Eintopf mit Schinken. Eintopf mit Schinken? Eigentlich ist mein Name Reinhold Mitschinken Meistersuppe. Eintopf ist nur ein Spitzname. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Schau mich an, sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Jetzt, wo Sie es sagen, Sie erinnern entfernt an meinen Urgroßvater Karl Lambert Meistersuppe. Klammi? Die Leute zu Hause sagten mir immer, du bist dem alten Fresssack Meistersuppe wie aus dem Gesicht geschnitten. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben recht. Ach, ich frage mich, warum ich es nicht schon eher gesehen habe. Tja, ich kümmere mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppe. Erzählen Sie mir mehr über die Geschichte und Ring, Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ah, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte,
zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist, wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Oh wei. Hier ist es ja wie ausgestorben. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die... Baron Salmon Bisque de Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Skep Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie Van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die Van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Skep Island, das ist eine Anspielung. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Ja, Skep Island, das ist halt eine Anspielung auf Monkey Island 2. Da haben wir nämlich auf Skep Island begonnen und haben dann im späteren Spiel... Ich möchte einen Drink, bitte. Genau. Am Strand den Leuchtturm. Das war halt, sein Restaurant, das halt nicht mehr lief. Und da mussten wir den Herd ausschalten. Genau, und haben somit das letzte Stück oder ein Stück der Karte bekommen, die wir da gesucht haben. So, jetzt wieder dieselbe Prozedur. Und siehe da. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der jugendliche Erasco Meistersuppe in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Ja, da sind wir angekommen, in der Familiengruft. Schauen wir mal. Nein, wir machen es anders. Bevor wir jetzt hier großartig hin und her laufen und ich mich gleich in ein Gespräch wieder vertiefe und vergesse die 10-Minuten-Regel, machen wir hier Schluss. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in der Familiengruft bei The Cruise of Monkey Island und mit mir, dem NRW Boy 18. Jawohl. Bis dahin. Adieu.